Anlässlich der Perspektivenmesse gaben die Handballer am 10. Oktober eine kleine Autogrammstunde in den Messehallen Magdeburg. Die Perspektivenmesse ist eine Messe für Bildung und Berufsorientierung für Schüler, Studenten und Weiterbildungsinteressierte. Am Stand von Lotto Sachsen-Anhalt erfüllten Yves Grafenhorst, Finn Lemke und Dario Quenstedt von 13 bis 14 Uhr alle Autogrammwünsche. Wir nutzten die Zeit und sprachen mit Yves Grafenhorst über seinen aktuellen Gesundheitszustand. Mir geht's sehr gut. Ich bin auf dem Zielgeraden, das heißt, das Schlimmste ist überstanden. Ich versuche mich jetzt ins Mannschaftstraining ranzutasten, ein bisschen mit mehr Kontakt jetzt auszuprobieren, was die Schulter halt sagt, wie die Reaktion darauf ist, ob das alles schmerzfrei bleibt und auch ist. Weiterhin trainiere ich natürlich viel an Kraftstabilisation für die Schulter, damit das alles auch gut hält. Und ja, man muss jetzt dann, denke ich, so von Tag zu Tag, Woche zu Woche weiter halt gucken. Aber ich denke, es dauert nicht mehr so lang und ich werde am liebsten schon morgen spielen. Aber ja, man muss halt, wie gesagt, immer vorsichtig bleiben, weil eine falsche Bewegung und es kann alles wieder von neu beginnen. Das wollen wir natürlich nicht, deshalb sind wir da, denke ich, auf dem richtigen Weg und ich muss mich hoffentlich nicht mehr allzu lang gedulden. Auch für die SCM-Handballer ist es wichtig, nach der aktiven Karriere eine Perspektive zu haben. Ja, das ist nicht so einfach, weil ich, als ich mit 13 nach Magdeburg gekommen bin, auf Sportinternat halt eigentlich nichts anderes wollte als Handball spielen und das dann auch alles so hervorragend und schnell geklappt hat, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte, ist natürlich traumhaft. Und dadurch, dass ich den Sport so liebe, habe ich natürlich mich dahingehend auch weitergebildet, habe jetzt auch schon eine Trainerlizenz gemacht. Deshalb versuche ich natürlich auch irgendwann dann nach der aktiven Karriere den aktiven oder den Anschluss zu halten und vielleicht als Trainer irgendwo einzusteigen. Die nächste Autogrammstunde findet am 21.10. auf der IFA Rotorion Karrieremesse statt.